Hallo liebe Community und ganz herzlich willkommen vom amtierenden neuen Super Bowl Champion, dem Fan der New England Patriots. Wir natürlich, yes sir. Sieht man, wie ich aussehe, Junge, hab durchgemacht quasi, Junge, scheißegal. Heute geht's noch ein Video hier mit der Freiburg und der Leverkusen, die werden wir jetzt schön rasieren. Und dann gibt's ja auch bald die Transfer-News und ach Leute, Winterpause steht an, Transfers stehen an. Ich bin mega heiß auf diese Geschichte hier mit Leipzig, die gab es jetzt länger nicht mehr, dafür tut es mir auch leid. Ich muss die Woche schon wieder eins sagen, ich muss die Woche nochmal zum Zahnarzt, es kann sein, dass ich nicht so viel reden kann. Werde heute Abend zum Zahnarzt müssen, also heute Montag, den 2. Februar. Und ich weiß nicht, ob ich morgen, übermorgen Videos schicken kann. Müsst ihr dann mal abwarten, wenn man krank ist, ist man krank, dann tut es mir leid. Andernfalls geht es auf jeden Fall morgen weiter. Müsst ihr so ein bisschen im Auge behalten, ob morgen oder eben dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag irgendwann. Lasst mal meine Zähne machen und dann sehen wir weiter. Jetzt erstmal ins Spiel, haut rein, bis gleich. Wo beide gehen nach vorne. Achtung, Raum für die Freiburger. Flankenball, das ist kein Problem für Masip, der heute im Tor steht. Kein Problem. Kimmich sieht Khedira. Paulsen geht rein, startet. Paulsen, guter Ball für Max Meyer. Gute Parade, der ist noch heiß. Oh, was macht Gnabry denn da? Der springt zu früh hoch, Alter. Mein Gott, das wäre das 1-0 gewesen, denke ich. Gute Chance gleich mal für Meyer. Gute Parade eigentlich, aber der Ball fällt Gnabry fast für die Füße und da geht er nicht richtig hin, Mann. Anschließend der Eckball kommt von Roberto Firmino mit viel, viel Saft hinten raus. Paulsen legt ab in den Raum, niemand da, scheiße. Ah, Gnabry hat da Pech. Gut von Kimmich. Gut von Gnabry. Gut von Paulsen. Nein, das war, glaube ich, Firmino. Jetzt kommt Paulsen. Dennis Steinemeit. Ah, zu einfach. Max Meyer wäre da gewesen. Leider hat einer reagieren können. Paulsen, das war gut gespielt. Das war super gespielt. Serge Gnabry bringt den Ball rein. Kommt Paulsen nicht dran, der Nachschuss ist nicht da. Ah, mein Gott, ey. Achtung. Der Ball ist noch heiß. Meyer, Firmino. Paulsen läuft schon weiter. Das ist wieder Paulsen. Guter Trick von Paulsen. Paulsen! Oh, schade. Roberto Firmino, 35 Meter, wenn der reingeht. Weiß ich, ein Besen samt Stiel. Firmino! Schlecht war eben was nicht. Gnabry, Paulsen startet schon wieder. Da ist Paulsen. Paulsen sieht Kimmich. Kimmich sieht Paulsen. Ach, Militz, da war ja abseits. Schade. Sehr gut den Ball laufen lassen. Jetzt ist Paulsen oben durch. Meyer. Und der schickt Josef Paulsen. Oh, der ist zu weit. Kriegt er die Flanke rüber zu Gnabry? Der kriegt er rüber. Gnabry platziert ihn nicht. Nein! Serge Gnabry kann natürlich auch kein Kopfballungeheuer sein mit seinem 1,26 Meter da. Schade. Bitter. Letzte Aktion vor der Pause. Und jetzt ist Pause. Wir müssten eigentlich lange führen, haben das aber vergeigt oder verdattelt. Gute Chancen ausgelassen. Ihr seht es ja, 1500 Torschüsse ist recht einseitig gegen Freiburg bisher. Und ihr seht, der Spielfluss, naja, immerhin ziemlich gut so die Prozente Ballbesitz verteilt. Und das bringt uns alles noch nicht weiter. Jetzt müssen wir eine Bude machen. Ich werde noch nicht wechseln, aber Gaudino ist heiß. Halilovic ist heiß. Eigentlich sind alle heiß auf der Bank. Für Gnabry könnte jetzt etwas passieren. Meyer ist natürlich auch gut drin. Wir gucken mal weiter. Achtung, jetzt kommt Terence Boyd, der Ex-Leipziger. Der naht hier seine ganzen Ex-Mitspieler ein bisschen. Die Flanke kommt ebenfalls, aber das ist kein Problem. Dachteste, oh, erster Torschuss, Masip. Muss ich hier mal strecken, aber dann haben wir ihn gut geklärt. Ins Aus und das nutzen wir aus zum Wechseln. Gnabry geht jetzt auch runter, hat seinen Pulver meiner Meinung nach zerschossen. Für ihn wird Gaudino über den Flügel angreifen. Werde aber natürlich umstellen, sodass Gaudino mal über die Meier-Seite kommt. Und ich möchte auch sehen, ob Sabitzer noch was reißen kann. Ach, da muss ich doch wieder umbauen. Hahaha. Ha, ha. Nee, dann geht der heute auch mal blasse Meier runter und Sabitzer kommt rein. Also Gaudino und Sabitzer auf den Flügeln neu dabei. Und vielleicht kommt dann ja noch Vran. Mal gucken. Kimmich. Das Ohr liegt ab auf Firmino. Firmino! Nein! Wieder nicht drin. Oh mein Gott. Das war die erste gute Aktion eigentlich in der 2 mit dem Abschluss zumindest. Ja, an der, ja, guten Tag, Pasta. Sabitzer. Auf Grimaldo. Der spielt den wunderbaren Ball da vorne rein, aber leider passiert nichts. Oh, der wieder. Nein, da gibt's gar nichts. Das ist Schluss. Oh mein Gott, scheiße.
Grimaldo. Er hat jetzt Platz. Er sieht Paulsen starten. Startet ideal, der Däne. Der startet ideal. Zieht in die Mitte rein. Wird verfolgt. Hat aber das Auge. Nein, hat er nicht. Schade. Oh, aber Kimmich vielleicht. Kimmich, den hat er wunderbar kontrolliert. Ach, fuck. Achtung. Achtung, kein Problem für unsere Jungs. Ball ist aber heiß. Gut durchgesteckt. Zweimal jetzt schon. Ja, da bieten wir schon an Nullo die Ecke an mit Grimaldo. Aber dann ist Grimaldo eigentlich zur Stelle. Ei, und dann schießt Kießling doch aufs Tor. Naja, okay, interessant. Zum Glück ist nichts passiert. Aber das war für mich faul an Firmino. Das Problem ist immer, was ich will, interessiert ihr keinen. Kießling, da hat er. Kießling, Alter, was soll das denn werden hier? Oder Bender, wer das war, Junge. Die sind ja so stark, die können sich durchsetzen gegen jeden. Das ist Sorg. Immer noch Sorg und ein bisschen Glück. Paulsen legt ab für Halilovic. Erstes Ausrufezeichen, auch von RB jetzt hier in diesem Topspiel. Der erste gegen der zweite, wenn wir heute hier gewinnen, dann wäre das echt Wahnsinn. Aber was haben die eigentlich Angst? Halilovic hat das super gemacht. Firmino, komm, den hast du gegen Donati. Den Sack. Donati war da. Da ist er, Firmino. Nein, Gnabry, den holt er noch. Gnabry hat den noch. Da halten wir auch im Spiel den Ball. So, und da ist Halilovic, der hat jetzt die Schussfreiheit. Nein. Ja, das hat er ahnt oder was? Paulsen, komm, Paulsen. Ey, legt sich über den Paulsen. Das gibt's doch nicht. Der legt sich vor ihn, Alter. Oh, komm. Die Dreckstruppe, Junge. Es ist Halbzeit und es ist unglaublich. Die haben die Hände im Gesicht. Die kriegen jedes Mal nichts gepfiffen, wenn sie ihre Körper irgendwie reinkriegen oder die Bälle irgendwie durch Zerren kriegen da. Ich könnte ausrasten da. Der legt sich da im Schuss eben bei Paulsen im Strafraum vor ihn vor. Kann ihn irgendwie da abfälschen mit und das wird alles weiterlaufen lassen. Der Tabellenführer also bisher mit dem Herrn Schiedsrichter zusammen machen es einem wirklich schwer, überhaupt zu Torschüssen zu kommen. Und ihr werdet es an der Statistik sehen. Ihr seht es ja, zwar 4 Schüsse, aber die sind natürlich mehr oder weniger alle geblockt worden. Und von Leverkusen kommt hier noch gar nichts. Die Musik machen wir nämlich. Und ich bin gespannt, ob wir hoffentlich irgendwie noch belohnt werden für dieses Ding. Eckball kommt. Firmino. Erster Eckball in diesem Spiel überhaupt. Firmino. Den legen wir ab. Wunderbar. Aber das ist leider Rajkovic. Egal. Rajkovic. Rajkovic. Oh, Leno. Mein lieber Herr. Gute Parade von Bernd Leno, der jetzt sein Team des 0-0 hält hier. Aber der Tabellenführer fällt noch nicht. Gaudino. Alter, das ist unnormal. Firmino, der kommt, Pause, nein! Achtung, Halilovic! Halilovic hat keine Schussposition, hat er nicht, Paulsen, Paulsen, Alter, Paulsen wird aus dem 16er getrieben. Immer noch auf Pause, Josef Paulsen, Josef Paulsen, Josef Paulsen, nein, scheiße, verdammt! Ah. Ey, sag mal, geht's denen so gut oder was, da diesen Hurensohn aus Leverkusen? Trittertruppe. Brand. Ey, fang mich mal! Oh, Karius, Junge! Aus 16 Metern köpft er den fast den Giebel. Unglaublich hier. Szenen spielen sich hier ab, wie im Jagdgebiet. Den hat Karius. Den hat Karius. Jetzt bewegt sich keiner, Alter. Ich drehe am Rad. Grimaldo, komm, jetzt haben wir die Konterchance. Halilovic ist einfach der falsche Mann dafür. Paulsen. Ah. Meier. Von dem habe ich noch gar nichts gesehen, Max Meier. Jetzt Grimaldo. Nachspielzeit läuft Grimaldo. Schickt Paulsen. Der wird wieder gehalten. Das gibt es doch nicht. Und dieses Arschloch pfeift es nicht. Das ist doch ganz klar gewesen. Meier. Starke Bewegung von Meier. Starke Bewegung von Meier. Halilovic. Ey, Halilovic. Was macht ihr denn? Der pfeift das ab. Ich glaube das nicht. Der pfeift das Spiel ab. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Der Ball am 16er. Und ich bin der Meinung, der geht sogar rein, da der Schuss. Am Ende, ich habe es nicht mehr genau gesehen. Das ist unglaublich. Ich habe keine Fragen mehr hier. Das ist unglaublicher Beschiss. Nein, es gibt keinen Nicht-Angriffspakt in dieser Liga. 2-0 ist natürlich bitter für mich, aber egal. Wir machen das, oder? Jetzt nach Wolfsburg, dann die Transfers. Ihr könnt also schon mal unter die Videos schreiben, ja, wir wollten den Verkauf ziehen. Und ich kann erst Spieler kaufen, das werdet ihr auch im nächsten Part sicherlich sehen. Ich kann erst Spieler verpflichten, wenn ich denn wieder welche verkauft habe. Ja, das ist ganz einfach. Mit diesen Dingen verkaufen wir die. Und ich kann euch nur mal sagen, ganz so einfach ist es eben nicht. Wir müssen erst verkaufen und dann können wir verpflichten. Das sehen wir dann aber, ja, gucken wir mal in der Pause. Ihr könnt ja schon mal aufschreiben, wenn würdet ihr sehen wollen. Denkt dran, ich habe keine Finanzspritze mehr übrig. Das heißt, ich kann mir jetzt keine Kohle hier schnitzen, muss ich sagen. Ich habe jetzt gerade nicht viel Geld, das habt ihr aber eigentlich auch in der Budgetbilanz gesehen. Das ist jetzt nichts mehr übrig, das heißt, ich muss verkaufen, um zukaufen. Und da müssen wir eben sehen, wie wir das am besten tun.
Schreibt in die Kommentare, wen ihr gerne, wen ihr nicht mehr sehen wollt. Und schreibt in die Kommentare, wen ihr weitersehen wollt von unseren Jungs. Und natürlich potenzielle Neuzugänge. Den nächsten Part gibt es dann ganz gegen Wolfsburg, weil es nur ein Spiel ist bis zur Winterpause. Den gibt es ganz. Und da wünsche ich euch dann viel Spaß bei. Der wird auf jeden Fall die Woche noch kommen. Mal sehen, was mein Zahnarzt heute Abend sagt. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche mir, dass ihr weiterhin so agil seid. Danke für 3000 Abonnenten mittlerweile. Die mittlerweile vollkommen übertrieben mit 3000 Leute, die meinen Kram hier gucken. Und ich bin euch sehr dankbar dafür. Grüße euch alle und sage danke fürs Zuschauen. Ciao und haut rein.